Sag Hallo zum ersten wiederverwendbaren Raumfahrzeug, das Space Shuttle. Hallo! Wir schauen uns das flugzeugähnliche Ding, das einst Astronauten, ihre Ausrüstung und was sonst ins All sollte, transportiert hat, genauer an. Bis heute ist es die komplizierteste Maschine, die je gebaut wurde. Gehen wir ein bisschen zurück. Cape Canaveral in Florida am 8. Juni 2007. Hier im John F. Kennedy Space Center verfolgen wir das Space Shuttle bei einer Mission, um zu verstehen, wie es funktioniert. Das ist Atlantis. Es sieht wie eine an eine seltsame Konstruktion, ein Riesentank und zwei Raketen, angebautes Flugzeug aus. Anschnallen bitte. 3, 2, 1, Zündung. 5 Antriebsdüsen starten und es geht los. Die beiden Raketen an den Seiten, die Solid Rocket Boosters, leisten die Hauptarbeit beim Start. In den ersten 2 Minuten hieven sie den ganzen Packen inklusive des flugzeugähnlichen Geräts namens Orbiter von der Startrampe. Zunächst muss die ganze Konstruktion eine Höhe von 45 Kilometer erreichen. Das ist so viel wie 112 Mal um den Sportplatz laufen. Dort angekommen, haben die Booster ihren Job erledigt, werden abgesprengt und gleiten zurück zur Erde. Sie werden wieder eingesammelt, rund erneuert und für künftige Missionen erneut eingesetzt. Das ist der anstrengendste Teil des Fluges. Die Astronauten werden in ihre Sitze gepresst und sehen die Wolken an sich vorbeischießen. In diesem Moment haben die Astronauten es mit Kräften von 3G zu tun. Klingt heftig. Tatsächlich ist es aber weniger, als ein Pilot bei einem Looping erlebt. Für gut trainierte Astronauten ist das überhaupt kein Problem. Jetzt übernehmen die 3 Hauptdüsen des Orbiters. Sie müssen das Shuttle weiter in den Weltraum tragen. Dieser Schub dauert nur 6 Minuten. Die Düsen verbrennen den Treibstoff aus dem riesigen Orangentank und bringen den Orbiter auf eine Geschwindigkeit von 7,8 Kilometer pro Sekunde. Das sind 70 Footballspielfelder. Schnipp! Innerhalb eines Wimpernschlags. Seit dem Start sind 8,5 Minuten vergangen und das Space Shuttle befindet sich in 113 Kilometern Höhe. Der orange Tank ist leer und wird abgetrennt. Er stürzt zurück zur Erde und verbrennt in der Atmosphäre. Auf Nimmerwiedersehen! Übrigens wird das Abtrennen der Teile mittels explosiver Bolzen bewerkstelligt. Das ist eine hochtechnische Angelegenheit, im Grunde jedoch nichts anderes als aufs peinlichste genau kontrollierte Explosionen. Okay, das Ziel der Atlantis ist die Umlaufbahn. Aber noch sind wir etwas zu niedrig. Es wird Zeit für die letzte Antriebsstufe, das Orbital Maneuvering System. 2 kleinere Düsen neben den Hauptdüsen sorgen für den finalen Schub. Und wir sind angekommen. Das Space Shuttle umrundet die Erde nun mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde und braucht für einen Umlauf gerade mal 90 Minuten. Jetzt öffnet Atlantis wie eine Auster ihren Panzer und liefert ihre Perle aus. Die Fracht. Über wie viel reden wir hier? Etwa das Gewicht von 2 Schulbussen. Das können Forschungsausrüstung, Satelliten oder was sonst dringend im All benötigt wird, sein. Besonders cool ist, dass das Shuttle kopfüber und rückwärts fliegt. Warum? Nun, rückwärts fliegen schützt die Astronauten im Falle einer Kollision mit Weltraummüll. Kopfüber fliegt das Shuttle, dass das Hitzeschild es von der Hitze der Sonne abschirmen kann. Und es ist besser für die Fracht, die das Shuttle ausliefert. Okay, die Ladung wurde gelöscht und es ist an der Zeit, zur Erde zurückzukehren. Das Orbital Maneuvering System tritt wieder in Kraft. Im Rückwärtsflug bremsen die Düsen den Orbiter auf die passende Geschwindigkeit für das Austreten aus der Umlaufbahn und die Rückkehr auf die Erde. Jetzt erwartet unsere Astronauten ein harter Ritt. Dieser Vorgang wird als Wiedereintritt bezeichnet. Das Shuttle dreht sich und taucht in die Erdatmosphäre ein. Luftreibung heizt die Unterseite des Shuttles auf bis zu 1650 Grad Celsius. Das ist heißer als Lava, fast doppelt so heiß. Also bitte nicht anfassen. Die Astronauten erfahren dabei Kräfte von 1,5 G. Das entspricht in etwa dem Gefühl im Magen, wenn ein ganz normales Flugzeug startet. Hat es erstmal den Wiedereintritt überstanden, bremst das Shuttle und bereitet sich auf die Landung vor. Die Landung selbst verläuft nicht anders als bei einem ganz normalen Flugzeug. Naja,
Fast genauso. Die Astronauten nannten den Orbiter einen fliegenden Ziegelstein. Für die Landung stand nämlich keine Schubkraft zur Verfügung und sie mussten zu ihrem einzigen Versuch für eine sichere Landung gleiten. Bei 500 Metern wurde das Fahrwerk ausgefahren. Geschafft. Das Shuttle berührt den Boden mit einer Geschwindigkeit von etwa 350 Stundenkilometern. Normale Flugzeuge landen mit 250 Kilometer pro Stunde. Das Shuttle ist viel zu schnell, um einfach auf die Bremsen zu steigen. Um langsamer zu werden, wirft es daher einen großen Fallschirm aus und rollt aus. Das Shuttle ist wieder auf der Erde. Mission abgeschlossen. Vielleicht hast du schon mal Bilder von einem Orbiter auf einer Boeing 747 gesehen. So wird der Orbiter vom Ort seiner Landung zurück zum Weltraumbahnhof oder wohin noch immer nötig transportiert. Insgesamt wurden 6 Space Shuttles gebaut. Das erste hieß Enterprise, als Gruß an alle Star Trek-Fans. Es flog jedoch nie bis ins All, sondern wurde nur für Tests auf der Erde eingesetzt. Das Shuttle, das die meisten Missionen absolvierte, hieß Discovery. Es flog 39 Mal ins Weltall. Discovery transportierte auch das Hubble-Teleskop, welches die Existenz von schwarzen Löchern im Zentrum einiger Galaxien bewies, in die Umlaufbahn. Die letzte Space Shuttle-Mission erfüllte Atlantis. Sein erster Flug war im Jahr 1985 und sein letzter 2011. Wenn du dir mal eins aus der Nähe ansehen möchtest, kannst du das in verschiedenen Museen in den USA tun. Wir begeben uns jetzt erstmal auf einen virtuellen Rundgang. Das Shuttle ist so lang wie 2 U-Bahn-Waggons und die Spannweite ist nur etwas geringer als bei einer Passagiermaschine. Kommen wir nun zur Nase des Shuttles. Siehst du diese Löcher? Das sind Steuerdüsen. Wenn die Astronauten im All manövrieren wollen, kommen sie zum Einsatz. Am Heck des Shuttles befinden sich ebenfalls Steuerdüsen. Genau hinter der Nase befindet sich der Aufenthaltsbereich der Besatzung. Dort verbringen die Astronauten die meiste Zeit. Im Normalfall gehen 7 Astronauten auf eine Mission, was wohl ihre Lieblingsbeschäftigung da oben ist. Die Hauptkabine besteht aus 3 Etagen. Das Flugdeck. Dort sitzt der Kommandant und der Pilot vor einem atemberaubenden Panorama von Armaturen und Schaltern. Eigentlich wie in einem Flugzeug. Dann kommt das Mitteldeck. Dort isst, schläft und arbeitet die Mannschaft. Es gibt eine Küche und eine Toilette. Und sieh dir die Betten an. 3 horizontale und 2 vertikale. Im Weltraum gibt es keine Gravitation. Es ist also egal, ob du seitwärts, hochkant oder diagonal schläfst. Es fühlt sich alles gleich an. Ohne Gravitation aufs Klo gehen, das ist sicher auch interessant. Das untere Deck ist der Ausrüstung gewidmet. Dort gibt es Lagerraum für Wasser, Abfall und weiteres Equipment für, du weißt schon, Weltraumzeug. Diese 3-etagige Kabine ist der einzige luftdichte Bereich des Shuttles. Willst du irgendwo anders hin, brauchst du einen Raumanzug. Der schwarze Rumpf des Shuttles bildet das Hitzeschild. Es besteht aus 27.000 Kacheln, die alle von Hand angeklebt wurden. Sie schützen das Shuttle beim Wiedereintritt vor den hohen Temperaturen. Sehen wir uns nun den Frachtraum an. Dieser Teil lässt sich nur öffnen, wenn das Shuttle in der Umlaufbahn ist. Die Klappen dienten als Kühler, um überschüssige Wärme loszuwerden. Das Shuttle transportierte meistens Satelliten, Module oder Ausrüstung und Verpflegung für die ISS, die Internationale Raumstation. Bei einigen Shuttles waren auch Forschungsmodule installiert, bei Atlantis zum Beispiel. Es war über eine Luftschleuse mit dem Mitteldeck der Hauptkabine verbunden. Stell dir nur vor, durch eine Röhre in dieses gesonderte Abteil zu schweben. Alles im Namen der Wissenschaft. Eines der coolsten Teile am Shuttle? Definitiv der Kanada-Arm. Warum? Naja, es ist ein gigantischer Weltraumroboterarm. Er wurde in Kanada gebaut. Bedient wurde er vom Flugdeck aus und diente dazu, Fracht auszuladen und manchmal auch einen Astronauten durch das All zu bewegen. Das Space Shuttle-Programm spielte beim Bau der Internationalen Raumstation eine wichtige Rolle. Es transportierte einige der Module ins Weltall und half sogar, sie an der Raumstation anzubringen. Spätere Shuttles hatten eine modifizierte Luftschleuse, mit der sie direkt an die Raumstation andocken konnten. Die Astronauten konnten direkt aus dem Orbiter in die ISS schweben. Das gesamte Space Shuttle-Programm kostete ungefähr 170 Milliarden Euro. Davon könntest du den größten Diamanten der Welt gleich 100 Mal kaufen. Zum Vergleich, das teuerste von Menschen erbaute Objekt, die Internationale Raumstation, kostete schätzungsweise 130 Milliarden Euro. Na, möchtest du auch mal ins Weltall fliegen?
Schon bald wirst du dafür keine Astronautenausbildung mehr brauchen. Du kannst dann einfach einen Flug in einem privaten Raumschiff buchen. In die Umlaufbahn, zum Mond, zum Mars. Wer weiß, wie weit wir es bringen werden.